Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Fragen- und Antworten-Video. Ja, ich habe auf Twitter gefragt, ob ihr Fragen an mich habt, und das Ganze solltet ihr dann unter Hashtag AskDoggy in die Kommentare oder keine Ahnung, den Hashtag halt auf Twitter benutzen. Ihr kennt euch da aus und ja, ich habe hier gerade meinen Laptop und ich lese hier jetzt ein paar Fragen ab. Werde die dann beantworten, und wenn ihr immer auf dem aktuellen Stand sein wollt oder selber mal ins Video kommen wollt mit Fragen, dann einfach mal auf Twitter folgen und dann kündige ich das immer an, wenn ich neue Fragen suche, oder generell könnt ihr auch einfach unter Hashtag AskDoggy natürlich suchen, das ist dann kein Problem. Ja, und zwar kommt die erste Frage vom lieben Der Diktator, und er fragt: Hashtag AskDoggy, hast du vor, irgendwann nochmal ein Tattoo stechen zu lassen? Ja, allerdings, also ich habe ja hier diese römischen Zahlen, das Geburtsdatum meiner Mutter, wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch jetzt oben rechts das letzte Video. Einfach auf die Infokarte klicken, dann könnt ihr euch das nachher anschauen. Ja, also ich habe vor, dass es nicht mein letztes sein wird, aber sollte ich mir noch weitere Tattoos stechen lassen, dann muss das sehr gut überlegt sein. Also ich bin nicht so, dass ich sage, oh, ein Motiv, geil, ab zum Tätowierer. Immerhin, ich will es ja nicht bereuen, und es ist... ja, es bleibt halt für immer. Ich meine, gut, man kann es weglasern lassen, aber die Chance, dass da dann keine Narben entstehen, ist ein bisschen zu hoch für mich. Jetzt nochmal zum Tattoo. Da fragt die liebe Chrissy, Hashtag AskDoggy, weiß deine Mutter von dem Tattoo Bescheid? Und wenn ja, wie hat sie darauf reagiert? Also, ich habe es meiner Mutter erst gesagt, nachdem ich es mir gestochen habe, und sie hat sehr positiv darauf reagiert. Ich meine, sie hat geweint. Sie hat geweint vor Freude, weil, ich meine, ich wohne jetzt nicht mehr bei meiner Mutter, sondern ich wohne hier bei meinem Vater. Wir sind ungefähr 300 Kilometer entfernt. Und natürlich, ich vermisse meine Mutter und meine Mutter vermisst mich auch. Und ja, da kamen natürlich dann auch die Gefühle hoch. Und dafür, dass ich sie dann quasi jetzt auf meine Haut verewigt habe, das hat sie schon sehr berührt, ja. Dann kommt die nächste Frage vom lieben Waage, ich habe keine Ahnung. Er schreibt, Hashtag AskDoggy, wissen deine Real-Life-Freunde, dass du YouTube machst? Ja, ich glaube, es wissen alle Real-Life-Kollegen von mir, dass ich YouTube mache. Ich habe sogar Real-Life-Kollegen kennengelernt, die davor schon wussten, dass ich YouTube mache, die meinen Bruder zum Beispiel da kannten, und mit denen bin ich mittlerweile auch schon befreundet. Also das ist echt, also es ist echt kein Geheimnis, dass ich sage, yo, ich mache YouTube, und weil ich meine, die fragen mich auch, gehst du zur Schule oder machst du sonst was, und dann sage ich, ich mache YouTube. Ja, eigentlich immer eine positive Reaktion bekommen und eigentlich noch nie so eine negative Reaktion bekommen, dass sie dann sagen, wieso machst du YouTube oder sowas. Also eigentlich immer alles positiv, ja. So, und dann die nächste Frage von Playing Legs, und er schreibt, was sind oder was ist deine Lieblingskinderserie oder Kinderserien? Hashtag AskDoggy, also ich muss sagen, was ich früher so gerne geguckt habe, war Norman Normal. Kennt das noch jemand von euch? Das war diese eine Superheldenfamilie da, wo halt die durch so eine Mikrowellenexplosion, glaube ich, zu Superhelden wurden. Nur Norman blieb normal, und das fand ich mega geil, diese Serie. Also ich habe die so geliebt. Bin dann nicht so dieser typische Dragon Ball Fan gewesen, weil ich habe Dragon Ball ehrlich gesagt nicht so oft geguckt. Ich habe eher Yu-Gi-Oh! Oder sowas geguckt, oder halt, ja, meistens mehr Super RTL statt RTL 2, weil ich hatte nie einen eigenen Fernseher, und von dem her war das für mich nicht so, ja, nicht so der RTL 2 Bereich, aber auf jeden Fall Norman Normal war wirklich eine mega geile Serie. Weihnachtsmann und Coco AG, was mittlerweile auch noch läuft. Also das war einfach so eine Kinderserie, da erinnere ich mich einfach nur so gerne daran. Gut, nächste Frage. Nochmal bezüglich dem Tattoo, und zwar von Katja. Wie lange hast du darüber nachgedacht, dir das Tattoo zu machen? Ich muss sagen, ich habe mir das schon ganz, 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 ganz lange überlegt. Ich glaube, schon über ein Jahr her. Es war noch nicht der Punkt, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt zum Tätowierer und lasse mir das jetzt stechen. Für mich war es halt einfach, der Zeitpunkt musste kommen, jetzt kam er, und
Ja, jetzt habe ich es auf meiner Haut. Dann kommen wir aber mittlerweile auch schon zur letzten Frage. Und die kommt von der lieben Love Runs Out aka Tammy. Sie fragt, welches war bis jetzt der beste Film, den du dieses Jahr im Kino gesehen hast? Hashtag AskDobby. Also, wie ihr wisst, ich gehe so oft ins Kino und heute haben wir Freitag, das Video kommt auch noch heute. Das Lustige ist, ich war heute sogar noch im Kino und habe mir The Walk angeguckt. Also ich muss sagen, ich bin schon ein extremer Kinogänger. Also ich gehe vielleicht im Monat 5-mal oder so ins Kino oder 6-mal sogar. Und muss sagen, doch, also schon richtig, richtig cool, einfach im Kinosaal zu sitzen und Filme zu gucken. Aber der beste Film diesen Jahr, das ist schwer. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, was alles dieses Jahr rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, die Bestimmung. Also ich glaube, wenn die Bestimmung dieses Jahr, also 2015 rauskam, dann war es auf jeden Fall die Bestimmung. Es kommt ja auch noch dieses Jahr Star Wars und die Tribute von Panem, was ich mega, mega abfeiere. Und ich habe auch Everest, fand ich auch mega, mega geil. Aber ich glaube, dass wirklich die Bestimmung, weil das, ich habe die Bestimmung 2 gesehen, bevor ich die Bestimmung 1 gesehen habe und fand den da so wirklich so geil, vor allem die Idee dahinter. Ja, ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, die Bestimmung. So gut, eine Frage nehme ich jetzt noch dran, die kam nämlich gerade frisch rein und zwar ist diese von der lieben Melli und sie schreibt, wirst du mal wieder streamen, vermisst das irgendwie voll. Ja, ich werde wieder streamen und ich werde auch bald wieder streamen. Das Problem ist halt, hier drin hat es halt sehr geheilt und so weiter. Es ist jetzt eh schon besser. Ich habe hier jetzt schon Sachen reingeräumt. Und ja, mal schauen. Also vielleicht heute am Abend sogar noch einen klitzekleinen Stream. Ich will nichts versprechen. Guckt einfach mal auf meinem Twitch-Kanal nach oder sonst auf Twitter, wenn ich das ankündige. Aber sonst vielleicht morgen. Also auf jeden Fall wieder ganz, ganz bald. Und ja, ich würde sagen, das war's einfach von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine positive Bewertung da. Das zeigt mir dann immer, dass euch das Video gefallen hat und ja, das motiviert mich halt mega. Schreibt mir auf jeden Fall auch noch weitere Fragen für die nächste Folge jetzt schon mal in die Kommentare und auf Twitter unter Hashtag AskDobby. Dann kommt ihr vielleicht auch nächstes Mal in die Folge und ich würde einfach mal sagen, haut rein Leute, macht's gut und ciao.